Wir bleiben unserer Linie treu und haben gesagt, der Winter kommt und er wird kommen. Und wie immer an dieser Stelle werfen wir den Blick auf die Ensembles, die 15 bzw. 16 Tage Trends. Grüße Sie und grüße euch. Bevor wir uns aber die Ensembles anschauen, blicken wir auf eine Kuriosität. Hat das Jahr 2020 noch ein paar Überraschungen auf Lager, und zwar in Sachen Platz 1. Einmal wird es das wärmste Jahr, zweimal hat es die geringsten Schneedeckentage und ich kaufe jetzt schon ein M dazu, hat es die geringste Kältesumme. Also hier würden wir das M dazu kaufen. Blicken wir kurz auf die Vergleichsjahre. Das ist das Jahr 2020 und das war das Jahr 2018, was die Temperaturen anging. Da sind wir momentan bei 10,64 Grad im Vergleich zum wärmsten Jahr mit 10,45 Grad. Was die Schneedeckentage angeht, das ist in diesem Jahr der Fall. Da sind wir bei 5,83 und das bisher schneeärmste Jahr war 1989 mit 7,66 Tage. Und was die Kältesummen betrifft, da sind wir in diesem Jahr bei 19,36 Grad im Vergleich zu 1974 mit 22,54 Grad. Was sind Kältesummen? Kältesummen sind alle negativen Tagesmittel addiert. Da ist also noch Luft nach oben. Das schauen wir uns dann am Schluss an. Jetzt erst einmal der Blick auf die Ensembles, die 15 bzw. 16-Tage-Trends für den Norden. Die rote Linie ist das Mittel der Luftmassentemperatur aus 1500 Meter Höhe aus 30 Jahren. Die weiße Linie das Mittel aller Modellberechnungen und alle Modellberechnungen sind in bunt. Und wir sehen deutlich, es geht abwärts. Ziehen wir noch ein paar Linien ein. Hier haben wir Neujahr, also den Jahreswechsel. Die minus 5 und die minus 10 Grad Isotherme. Minus 5 gibt sicherlich bis 300 Meter Höhe Schnee, minus 10 garantiert bis zum Boden. Es befinden sich hier im Norden sehr, sehr viele Läufe dazwischen. Das heißt, das, was wir unten an Niederschlagssignalen sehen, kommt immer mal wieder als Schnee runter. Und wenn wir uns die Temperaturen da oben anschauen, es bleibt da kalt. Es gibt ein paar Ausreißer nach oben, vor allen Dingen dieser dicke Grüne, nicht der dicke Blaue. Der dicke Grüne, das ist der sogenannte Hauptlauf, der eskaliert mal gern nach oben raus und macht es sehr mild. Schauen wir noch in den Norden, Norden 2. Das eine waren die Küstenregionen, das andere sind die Regionen am Fuße der Mittelgebirge. Da schaut es im Prinzip ähnlich aus. Wir blicken in den Westen. Hier haben wir auch den deutlichen Absturz erst einmal mit viel Regen. Und da, wo es dann ein bisschen aufwärts geht, haben wir sehr viele Niederschlagssignale. Vor allen Dingen in den Mittelgebirgen westlich des Rheins, aber auch so vom Sauerland bis runter zum Westerwald, wird es wohl einiges an Schnee bis zum Jahreswechsel geben. Und danach geht es auch eher kalt weiter, immer mal wieder mit Niederschlagssignalen und dem Hauptlauf, der nach oben ausreißt. Müssen wir im Auge behalten, denn der sogenannte Kontrolllauf, das ist der große Bruder oder der gleichwertige Bruder des Hauptlaufs hier in dunkelblau, der geht auch nach oben. Und hier, wie schon erwähnt, es wird ziemlich nass im Westen. Bis zum Jahresende gibt es da noch einiges an Niederschlag. Wir schauen in den Osten. Da geht es runter mit den Temperaturen, dann rasch wieder rauf, dann wieder runter und dann eine gleichmäßige Seitwärtsbewegung mit dem auffälligen Hauptlauf wieder und ein paar Niederschlagssignalen, die nicht ganz so stark vertreten sind. Und warum geht es hier deutlich weiter rauf als im Westen? Weil ja dieses Tief kommt und um dieses Tief herum im Osten dann die wärmere Luft nach Norden geht. Da schauen wir dann gleich noch drauf. Wir blicken in den Südwesten, auch hier ein deutlicher Temperatursturz von etwa 7 Grad in 1500 Meter Höhe auf minus 8 Grad. Das sind mal eben 14, 15 Grad, die da runtergehen. Dann geht es kurz mal wieder rauf und dann bleiben wir eigentlich unten immer wieder mit Niederschlagssignalen, sprich immer wieder mit Schnee. Im Süden ein ähnliches Bild, auch ein markanter Absturz. Gleich geht es aber wieder rauf, dann wieder runter und eine Seitwärtsbewegung raus. Und die Niederschläge, die wir hier zu Weihnachten sehen, die unter der roten Linie sind, werden hier größtenteils dann alle als Schnee niedergehen. Das heißt, oberhalb von 300 bis 500 Meter Höhe gibt es im Süden Deutschlands definitiv weiße Weihnachten. Schauen wir in die Schweiz, nach Genf. Hier auch der große Absturz der Temperaturen. Dann geht es kurz aufwärts und eine Seitwärtsbewegung wieder im kalten Bereich mit vielen Niederschlagssignalen in den Westalpen, teils als Regen im Flachland, teils als Schnee in den Bergen, durchgehend als Schnee. In Österreich, hier auf der anderen Seite der Alpen, geht es auch deutlich runter mit den Temperaturen, dann wieder rauf, schließlich seitwärts weiter mit einigen Niederschlagssignalen, die dann auch teils als Regen, teils als Schnee niedergehen.
Auf der Alpen-Südseite ebenfalls ein Absturz. Und da sind neuerdings dazugekommen wieder starke Niederschlagssignale. Das liegt an diesem Tief, das von Süden her wieder Feuchtigkeit gegen die Alpen ballert. Hier sind dann mal wieder starke Schneefälle dabei in den Bergen. Ganz, ganz unten Meran, Bozen wird es eher Regen sein, vor allen Dingen Bozen. Und im weiteren Verlauf geht es eher unterdurchschnittlich weiter. Hinten raus mit ein paar Läufen, die sehr nass sind. Unter anderem auch der Hauptlauf, der so weit oben ist. Und der zeigt dann eben eine Südwestlage, die viel Regen bringen würde. Das warten wir aber mal ab. Gehen wir nochmal auf die Temperaturen ein, und zwar dieses Mal in 2 Meter Höhe, das was wir also messen hier vom Modelloutput in Küstennähe. Da kommen wir von über 10 Grad runter und liegen dann am zweiten Weihnachtstag bei um die 0 Grad, später bei knapp über 0 und um die 0 Grad. Das sind für diese Gebiete typisch winterliche Temperaturen. Mit milden Werten hat das nichts zu tun, außer hinten raus Richtung Heilig Dreikönig, die paar Läufe, die da weit nach oben gehen. Im Süden Deutschlands sieht es nochmal anders aus. Hier liegen die Temperaturen im Flachland auf etwa 500 Meter Höhe, also im höheren Flachland. Da wohnen auch viele Menschen. Bei um und unter 0 Grad. Das ist eine komplett winterliche Phase, mindestens bis zum Jahreswechsel. Dann gehen ein paar Läufe rauf, genauso aber auch runter. Dann hier Nachtwerte von unter minus 10 Grad. Und auch hier werden so minus 10 Grad angedeutet. Das heißt, in den Alpentälern, wenn es mal aufklart mit der Schneedecke, haben wir zweistellige Minuswerte. Das ist Winterwetter. Und jetzt gehen wir noch auf einen Punkt ein, das ist ganz wichtig, und zwar die Taupunkte. Ist das Wetter vom Empfinden her schmuddelig oder nicht? Wenn wir Taupunkte im Winter haben, die bei über 0 Grad sind und es liegt oder lag Schnee, dann ist das nass, kalt und schmuddelig und es taut. Liegen die Taupunkte bei unter 0 Grad, kommt uns das subjektiv vor wie trockene Kälte. Und auch hier erkennen wir, zu Weihnachten geht es in den Minusbereich, dann kurz mal rauf und dann pendeln wir bei um die 0 Grad und auch darunter mit den jeweiligen Ausreißern hinten raus. So schmuddelig und mild wird das gar nicht werden. Die Luftmasse ist da kalt genug. Das Ganze für den Süden Deutschlands brauchen wir eh nicht drüber reden. Das ist Winter pur hier mit Taupunkten, die durchweg bei unter 0 Grad liegen. Und erst hinten raus sind Einzelne dabei, die dann in den Plusbereich gehen. Und solche Läufe, die in den Plusbereich gehen, die bringen Tauwetter. Die, die hier unten sind, da kann es noch so warm von den 2-Meter-Temperaturen sein. Wenn der Taupunkt im Minusbereich ist, dann bleibt der Schnee liegen. Kommen wir auf die Großwetterlage zum Jahreswechsel zu sprechen. Da haben wir vom Nordmeer über die Ostsee bis Italien ein Tief liegen. Und die rühren immer hier rum. Wir haben Höhenkaltluft dabei, bodennah auch Kaltluft. Das ist eine winterliche Lage. Im Westen mehr als anfangs im Osten, da schrammt anfangs zumindest noch immer die Warmluft mit, wird aber dann auch verschwinden. Stichwort Badewanne, was wir am Montag besprochen haben. Da kommt dieses eine Tief, bringt Kaltluft und die zerfließt hier genau bei uns und bringt eben diese winterliche Phase. Bis dahin, bis zum Jahreswechsel, und offiziell wird das noch gerechnet, bis zum 1. Januar, 6 Uhr Weltzeit, also 7 Uhr unsere Zeit. Das sind die Niederschlagssummen, die noch in die Statistik eingehen. Die werden auch verhindern, dass ähnlich wie 2019, 2020 auch ein relativ ausgeglichenes Jahr ist. Es ist zwar von den Niederschlägen her leicht unterdurchschnittlich, aber kein Dürrejahr. Und ausgerechnet dort im Südwesten, wo bisher der Regen so gefehlt hat, wird es viele Niederschläge geben, noch zum Teil über 60 Liter auf den Quadratmeter. Und das soll als Schnee runterkommen, laut Modell. Hier haben wir vor allen Dingen rund um Rheinland-Pfalz, dann einiges an Schnee in Baden-Württemberg, Bayern sowieso, in den Mittelgebirgen, aber auch in einem Streifen bis rauf nach Norddeutschland. Und das, was vom Modell her liegen bleibt bis zum Jahreswechsel, ist das hier. Demnach sollte es in weiten Teilen Deutschlands bis Jahresende eine Schneedecke geben, ungefähr 2/3. Und übrigens das europäische EZMWF-Modell sieht das Ganze ähnlich. Das ist das amerikanische GFS-Modell. Das europäische EZMWF-Modell sieht im Flachland einen Tacken weniger, dafür vor allen Dingen im Süden Deutschlands deutlich mehr. Wir werden es dann später wissen. Das ist ja auch nur eine Richtlinie und keine Prognose, die genauso kommt, sondern eben die Wahrscheinlichkeit. Kommen wir zurück, was wir anfangs besprochen haben. Was ist denn jetzt mit den ersten 3 Plätzen? Also die geringste Kältesumme, die können wir abhaken. Es wird so kalt ab Weihnachten, dass die Kältesumme nach oben gehen wird und wir werden 1974 toppen, und das M werde ich dann irgendwann mal dazu tun. Die geringste Schneedecke werden wir wahrscheinlich auch nicht erreichen, weil die Schneedecke, die wir gerade gesehen haben, wird wohl reichen, um auch 1989 zu toppen. Wir brauchen ja nur 2 Tage mit einer Schneedecke gemittelt auf ganz Deutschland. Wird knapp,
aber wir werden es nicht bekommen. Was ist denn jetzt mit dem wärmsten Jahr? Also, wir rechnen mal ein bisschen. 355 Tage haben wir hinter uns. Mit 10,74 gibt in der Gesamtsumme das. Jetzt kommen drei sehr milde Tage dazu. Der Dienstag, der Mittwoch und der Donnerstag, der Heilige Abend. Und nehmen Pi mal Daumen 8 Grad als Mitteltemperatur und rechnen hier 24 Grad drauf. Und bleiben auch super, super, super konservativ und nehmen gar nicht die kältesten Läufe, sondern die mildesten Läufe. Und die letzten 8 Tage des Jahres machen wir dann mit 1 Grad Mitteltemperatur. Wir bleiben also über dem Monatsdurchschnitt. Das ist extrem konservativ. Da kommt eine Summe von 3809,2 Grad raus. Teilen die durch das Jahr und sind bei 10,41 Grad. Und das heißt, das wärmste Jahr können wir damit auch knicken. Ein bisschen kurios das Jahr.